Ja, hallo YouTube. Bildwerk Kreativ TV ist mal wieder unterwegs auf dem Weg nach Cuxhaven. Wir haben gerade eine Zwischenstation eingelegt, sind jetzt in Bremen angekommen und befinden uns gerade im Rhododendron Park. Leider blüht noch nichts, es ist noch ziemlich früh im Frühling, aber wir wollten uns einfach mal die Beine vertreten und die Ferienwohnung, die wir gebucht haben, ist erst ab 14 Uhr bereit und wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Pause und schauen uns einfach mal ein bisschen im Park um. So, das ist der Bereich Botanischer Garten, ein extra abgetrennter Bereich, der jetzt auch nicht für Hunde erlaubt ist. Und hier scheinen so ein bisschen die exotischeren Pflanzen zu blühen, wenn sie denn dann blühen. Das hier sieht aus wie, also ich hätte jetzt fast gesagt, das sind Bananen. Aber ob das das wirklich ist? So, wir sind jetzt in Cuxhaven-Döse angekommen, haben unsere Ferienwohnung bezogen und haben auch schon gleich ein bisschen was eingekauft. Und ja, jetzt ist es kurz vor Sonnenuntergang. Wir wollen die Zeit nochmal nutzen, wenigstens jetzt nochmal ins Wasser zu gehen, um uns nochmal so ein bisschen die Nordseeluft um die Nase wehen lassen. Und wie unschwer zu erkennen an den dicken Mützen, es ist windig, es ist kalt, 9 Grad, aber es regnet nicht. Es ist halt Nordsee. Das haben wir ja gewusst, dass hier etwas kälter sein wird. Aber darum ging es uns ja nicht. Wir wollten ja keinen Sommerurlaub. Es sollte ja eigentlich nur frische Luft sein. Und die haben wir hier. So, dann gehen wir mal ins Wasser. So, wir haben jetzt auf das externe Mikrofon, auf das DJI-Mic gewechselt. Weil es ist ja hier sehr windig und sonst werdet ihr uns wahrscheinlich nicht verstehen. So, wir sind jetzt am Deich angekommen und schauen mal, wie es auf der anderen Seite aussieht, ne?
Ja, das haben wir gebraucht. Das hat Marisa gebraucht. Den Nordseewind. Und den spüren wir jetzt hier schon deutlich. Ja. Mal sehen, wie die Qualität von dem Mikrofon ist. Das können wir nämlich jetzt hier in diesem Wind sehr gut testen gerade. Also der Wind bläst uns ordentlich ins Gesicht gerade. Wir gehen jetzt mal runter zum Wasser.